Wir befinden uns jetzt wieder hier auf der Bühne und jetzt hat sich schon Anna Haus bereit gemacht mit ihrer Band. Anna Haus ist eine Berliner Sängerin und sie hat Jazzgesang in Leipzig studiert. Vielleicht kennt ihr sie aus der Netflix-Produktion des Damengambit. Und zwar hat sie da nicht nur schauspielerisch mitgewirkt, sondern auch den Soundtrack geschrieben. Der Song heißt I Can't Remember Love. Er ist sogar für einen Emmy nominiert worden. Und ja, die neueste Single Jump ist erst gestern erschienen. Aber mehr will ich gar nicht erzählen. Anna Haus und Band sind bereit. Ganz viel Spaß und bis gleich. How long does it take to reach the other side with an open mind? How long does it take you to be clear about the next steps you take? How long will we stay in this heavy cloud? I know it's good inside. How long have we been discovering that we could be more than we first thought? Tell me more about the things inside you said you can't describe. Take me to some place you'd like to be next to me. We might not have to know what we will be after we have seen. To know, guess I already know. I wanna jump right into this. I wanna jump right into this. I wanna jump. Ground on the other side, but it might take a while. There's still so much to see inside of me. What else can I be? You showed me what it's like to forget about my ego mind. We disappeared somehow in the here and now. Yes, you showed me how. Meine erste Single vom Album Jump, die ist gestern erschienen. Und wir spielen jetzt noch ein paar mehr Songs vom Album, was im September erscheinen wird. Johannes braucht noch ein bisschen mehr Gitarre auf seinem Monitor. Bei mir ist der Gesang jetzt sehr laut und geht immer wieder so weg, aber ich höre mich gut. I'm not afraid.
Jetzt höre ich gar nichts mehr. Ah. Als nächstes spielen wir Balance, auch von meinem kommenden Album. Thank you.
slowly changing, and so does my mind. Some thoughts unspoken, and some evolve over time. I shouldn't have told you, wasn't so sure myself. But now I can't turn back time. If you lived it with me, wir spielen eigentlich fast nur Albumsongs heute, kommt So Right. Und den habe ich geschrieben, nachdem ich eine Entscheidung getroffen habe, die sehr richtig für mich war. I'm away, awake from a dream, and now I can sleep. Got too much energy. My wings are wide. No colors in sight. Nothing to hide or to be scared about. Thank you.
think about what you're doing at the moment. But at the same time, I wanna know and be with you. I wanna stay with me and what I'm doing at the moment. But I'm running into you all the time. Running into you. Be under pressure if I write you a letter. You don't have to answer the phone. There will come a moment you wanna reach out, and that's the right time to begin. Take a while to clear up your mind. There will come a moment you know what to answer, and that's the right time to begin. Those lines still unwritten.
Vielen Dank. Das ist Johannes am Bass und Philipp am Schlagzeug. Take it in hand, so I don't have to wait. Until you move on, until there's a sign. Need a direction to go, cause I can't go on like this anymore. Hope you don't mind that I'm getting out now. Either it's over, it happens some other time. Need a direction to go, cause I can't go on like this anymore. I get it out of my mind, cause I think it's time. 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 Wir spielen jetzt noch einen Song als Band und also danach spiele ich noch einen alleine, dazu sage ich gleich was. Genau, der ist nicht auf dem Album, der ist schon draußen auf meiner ersten EP mit dem Trio und der heißt Between the Lines, den könnt ihr also auch schon online finden. Choose.
Song für euch, den spiele ich alleine und das ist der Titelsong von meinem kommenden Album, How Long Is Now? I get lost in people's faces, feel like a stranger in my own city. Haven't been around that much in the last time. And I know all these places, but at the same time, I don't. Or maybe I didn't take enough time. Completely free.
like hiding out. Vielen Dank, Anna. Was für ein schönes Konzert. Mach dich gern bereit. Genau, auf dem Weg zum Interviewstudio. Da wartet Johannes schon auf dich und währenddessen werden hier die Vorbereitungen laufen für die letzte Band. Portemonnaie heißt sie. Die wird spielen nach dem Interview mit Anna. Ganz viel Spaß. Ja, hallo, zurück im Studio. Ich freue mich sehr, dass ich Anna Haus jetzt hier begrüßen darf. Erstmal vielen Dank für dieses wunderschöne Set, was du bei uns gespielt hast. Danke. Du hast aufgehört mit einem Song, den du angekündigt hast als sozusagen neue Single des neuen Albums. Was kannst du uns denn über das neue Album erzählen, jetzt mal direkt vorwärts gefragt? Meinst du jetzt den letzten Song? Genau, also jetzt ganz am Ende. Also der letzte Song ist der Titelsong vom Album. Und den wird es erst geben, wenn es das Album gibt. Also es gibt noch ein paar Singles bald, die nächsten Wochen. Aber genau, den wird es erst dann geben, wenn das Album auch kommt. Und wann kommt das Album? Weiß man das schon? Ja, das kommt am 29. September. Mm. Okay, das ist ja noch ein bisschen Zeit nach hinten. Ja, ist noch ein bisschen Zeit, ja. Hast du vor, irgendwie noch ein Video dazu zu machen oder sowas in der Art? Ja, vielleicht zu einem anderen Song. Okay. Also ja, ist gerade noch so ein bisschen in Progress. So. Wie viele Songs sind geplant ungefähr? Auf dem Album? Ja, oder? Genau. Hast du da schon eine Idee? Oder? Das Album ist schon fertig. Also wir haben es gerade dieses Wochenende gemastert und wird jetzt bald abgegeben für die Pressung. Es sind 12 Songs drauf. Und wie viele Singles machst du normalerweise dann vorher als Auskopplung? Was, Also diesmal machen wir 5 tatsächlich. Oh, das ist viel, ne? Ja, so ein bisschen entstanden, weil der lange Sommer ist und wir dann dachten, dass es irgendwie auch cool ist, da noch zwischendurch einen Song zu haben. Genau. Tatsächlich ist gestern sogar auch noch ein Song von dir online gekommen, lauter Premieren hier die ganze Zeit, unglaublich. Genau. Mit dem Titel Jump, du hast ihn auch vorhin für uns gespielt. Genau. Hast du den Release irgendwie gefeiert? Wie war es für dich? Irgendwas Besonderes gemacht vielleicht? Ja, es war total toll, so den ersten Song mal rauszuhauen. Ich war den ganzen Tag irgendwie total aufgeregt und irgendwie, war voll schön. Ich habe Nachrichten von Freundinnen bekommen und so und war ich abends auch noch auf einer Party und habe auf jeden Fall ein bisschen getanzt und ja, es war total cool. Aber hast du es wohl auf hierher geschafft am nächsten Tag? Das freut uns alle natürlich. Ja, ich habe geguckt, dass ich nicht zu lange mache. Vernünftig, sehr gut, sehr gut. Du kommst aus Berlin, du bist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit der Musik generell? Also ich bin nicht wirklich in der musikalischen, also teilweise schon, aber meine Eltern sind beide Künstlerinnen. Also meine Mutter ist Malerin und mein Vater ist auch Künstler und schreibt. Und mein Bruder hat Schlagzeug gespielt, also spielt auch noch teilweise. Also durch ihn habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen Musik mitbekommen. Ich habe aber, glaube ich, das schon irgendwie so selber für mich entdeckt mit der Musik. Also
Ich habe mich einfach schon sehr früh für Musik interessiert. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon ja, mit 6 Jahren vor MTV war und mitgesungen habe und mir Choreografien ausgedacht habe. Ja, ich war so ein sehr musikinteressiertes Kind einfach schon. Aber ja. Du sagst jetzt, dass vor allem dein Vater da irgendwie auch aus der textlichen Richtung eher kommt. Mhm. Ist dann so das Texteschreiben vielleicht sogar davor gewesen, vor den musikalischen ersten Ansätzen? Ja, also ich habe mit ihm früher ganz viel Geschichten geschrieben. Also wir haben uns einfach Sachen ausgedacht, Fantasiegeschichten. Er hat mir auch immer ganz tolle Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Und irgendwie das ist Gold wert. Bin ich da auf jeden Fall auch zum Schreiben gekommen, würde ich sagen. Ja, ich habe auch früher irgendwie ein Buch, also ein kleines Buch geschrieben. Ich habe mal irgendwie einfach mal so ein Drehbuch oder ja, einfach so eine Geschichte habe ich irgendwie mal geschrieben. Daraus ist nie was geworden. Aber es, irgendwie Schreiben ist für mich auf jeden Fall tägliches gehört zu meiner Routine, so habe ich das Gefühl. Also ich schreibe einfach alles auf, was ich so denke gerade und ist irgendwie so voll so direkt mein Output. Manchmal sogar eben schon vor der Musik tatsächlich. Also dann erst irgendwie was im Song. Ja, verstehe. Ja. Hast du schon mal mit anderen Leuten zusammengeschrieben für deine Songs? Weil du sagst, Schreiben ist für dich sehr wichtig im ganzen Prozess. Ist es dann so, dass du auch alle deine Texte 100% selber schreibst oder entsteht es in Teamarbeit manchmal mit anderen Protagonisten noch zusammen? Also Texte schreibe ich eigentlich immer selber. Wir haben einmal mit meiner alten Band Still in the Woods haben wir auch mal einen Text zusammengeschrieben, erinnere ich mich. Oder zwei sogar. Aber so größtenteils schreibe ich die alleine. Und jetzt auch für das Album habe ich alles selber geschrieben. Okay, okay. Ist dein erstes Solo-Album, ist das richtig? Also richtig Solo, so unterwegs? Ja, ja, kann man so sagen, ja, genau. Okay, sehr schön, da reden wir gleich drüber auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Mhm. Zuerst nochmal ein bisschen chronologisch vorgehend, du hast dann Jazzgesang in Leipzig studiert, ist aus der Hauptstadt weggegangen. Wie kommst du zum Jazzgesang? Also es gibt ja auch klassischen Gesang oder so, den man studieren kann. Was hat dich daran interessiert? Also ich hatte, als ich so 18 war, glaube ich, einen Moment, das war in Kreuzberg, da hat von der Studienvorbereitung von der Musikschule Kreuzberg gab es so eine Jam und da war ich irgendwie da mit Freunden und dann bin ich auch auf die Bühne gegangen und ich konnte damals genau ein Jazz-Standard, nämlich Summertime, zu den bekanntesten so. Ja. Oder einer der bekanntesten. Und den habe ich da gesungen. Mit denen. Also eine Freundin hat mich, glaube ich, so ein bisschen geschubst und meinte, hey, sing doch, wenn du Lust hast. Und genau. Und das war irgendwie so ein total cooler Moment. Also es gibt ja manchmal so Schlüsselmomente, wo man dann irgendwie so merkt, so, oh, irgendwie hat mich die Musik da so voll mitgenommen und ich war so voll im Moment. Und da habe ich irgendwie gedacht, so, okay, vielleicht ist Jazz irgendwie gerade das, was ich machen will. Und dann habe ich mich auch beworben für die Studienvorbereitung kurz danach. Bin dann in Neukölln an die Musikschule und ja, dann habe ich auch studiert. Also dann 2 Jahre später dann an die Uni in Leipzig. Und man muss dazu sagen, da ist jetzt nicht nur Jazz. Also es ist zwar Fokus auf Jazz, aber es ist auch Pop-Rock. Also Jazz-Pop-Rock heißt der Studiengang eigentlich. Ach, okay. Oder Jazz-Popularmusik. Also genau. Sehr breit gefächert. Ja, quasi. Ist schon auch ein bisschen offener, würde ich sagen. Also man muss zwar schon viel Jazz-Repertoire lernen, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit auch irgendwie so mein Ding auch gemacht. Mal mehr, mal weniger, weil es auch viel Unterricht gab, aber so, ja, eigentlich schon immer auch meine Musik so weiterverfolgt. Wie war es für dich in der Umstellung dann für so einen Stadtwechsel aus Berlin, also wenn da ja auch geboren wurdest, dann nach Leipzig zu kommen? Mhm. Hat dir das gut getan? Also ja. Es gibt ja so Ortswechsel oft, wo man sagt, dass es vielleicht ein bisschen Perspektivwechsel dann auch bringt. Ja, also ich glaube, es war gut, mal aus Berlin wegzukommen. Also, dass ich einfach mal eine andere Stadt und ich finde, Leipzig ist wahnsinnig gut zum Studieren. Also, es ist auch eine schöne Stadt, ganz davon abgesehen. Aber es ist alles viel näher. Es gibt irgendwie trotzdem echt viel Angebot auch. Also, viele Venues, wo man spielen kann und. Wir hatten auch direkt gegenüber von der Hochschule einen Club, den gibt es leider jetzt nicht mehr, aber es war so alles sehr nah und man konnte direkt vom Üben oder vom Unterricht halt dann noch irgendwie abends auf eine Jam gehen und es war irgendwie alles so, in Berlin habe ich das Gefühl, bin ich immer mehr unterwegs und
brauche einfach länger überall hin und verschwendet so viel Zeit in der U-Bahn dann. Teilweise schon, ja. Verständlich. Ja. Jetzt pendelst du immer noch hin und her, oder? Also nee, ich wohne in Berlin seit 2 Jahren wieder. Ah, okay. Genau. Aber du bist du noch manchmal in Leipzig? Ja, ich habe sehr gute Freundinnen da und bin auf jeden Fall schon so alle 2 Monate, manchmal auch mehr. Also kommt so ein bisschen drauf an, wie ich es schaffe. Aber genau, ich bin da immer bei Freunden und das sind mir auch sehr wichtig. So. Ja, sehr schön. Ja, genau. Dein Name ist vor allem mit einer Sache zusammen gekoppelt. Ich denke mal, du weißt, was jetzt kommt. Es geht um die Netflix-Serie Queen's Gambit oder ich glaube, der Damen-Gambit auf Deutsch. Auf Deutsch, genau. Ja. Mhm. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschaut. Es ist in meiner Watchlist drin, aber Ich habe es noch nicht geguckt. Aber wie kann es sein, dass du mit so einem Weltkonzern wie Netflix da in Kontakt kommst? Also von welcher Seite oder über welche Dots wir haben sich da verbunden, damit es am Ende dann zustande gekommen ist? Ja, ich habe tatsächlich über meine Schwester, die als Regieassistentin da gearbeitet hat, einen Job bekommen als Handdouble für die Mutter in der Serie, also die Figur. Kein Spoiler bitte. ja, die spielt Klavier. Das ist ja jetzt vielleicht nicht so ein krasser Spoiler. Die spielt Klavier und kann aber nicht Klavier spielen. Ah. Und deshalb haben sie jemanden gebraucht, der ungefähr von den Händen so relativ gut passt. Und das hat bei mir zugetroffen. Und dann habe ich den Job bekommen und habe so ein paar Stücke gelernt. Und genau, die habe ich dann da gespielt. Ich war am Set und habe halt ab und zu dann mal einen Slot gehabt, wo ich das mal kurz spiele. Und ich habe den Produzenten von der Serie kennengelernt. Und der ist ein super cooler Mensch und Musiker auch. Und wir haben uns unterhalten und er hat mich gefragt, was es so in Berlin gibt für Musikvenues. Und ich hatte zufällig dann mit meiner alten Band ein Konzert und da habe ich ihn eingeladen und da ist er hingekommen und fand es total cool und hat mich dann gefragt, ob wir zusammen was schreiben wollen. Also es war sehr spontan alles und auch relativ schnell dann alles passiert so. Aber ich habe das Gefühl, die besten Songs entstehen auch schnell eigentlich. Ja. Also so irgendwie war es einfach ein guter Vibe und zusammen mit dem Pianisten von Still in the Woods habe ich das dann geschrieben. Also aber wir haben es zu dritt so geschrieben. Mh. Also das war dann auch textlich her eine Teamarbeit quasi. Vom Text her war es tatsächlich von dem Produzenten der Serie geschrieben und die Musik haben wir beiden. Ach so, dazu. Okay. Genau. Ja. Aber sonst hattet ihr künstlerische Freiheit oder gab es irgendwie Vorgaben in Bezug auf Länge, Instrumente vielleicht, die verwendet werden? Ja, wir hatten noch kurz überlegt, ob wir Schlagzeug und Bass auch noch mit einbeziehen, aber es blieb dann bei einer Klavierballade, weil ursprünglich die Szene, also die war ja schon geplant, aber eigentlich nur mit einem Pianisten. Mhm. Und dann hat sich aber herausgestellt, Pianist plus Sängerin. Also es war dann so ein bisschen, das Drehbuch wurde quasi ein wenig umgeändert. Extra für dich, unglaublich. Extra für mich, ja. Ja, also genau, der Song bekam dann dort einfach seinen Platz. Also wir haben überlegt, so, ja, wo passt das? Oder er hat überlegt, wo passt der Song rein und hat mit dem Regisseur gesprochen. Und dann haben wir da diesen Spot bekommen. Es war ja auch nicht dein erster Auftritt in einem Film, ne? Also 2012 hast du mal in Nur eine Nacht mitgespielt. Lange. Ein paar Jährchen schon, aber bin ich drüber gestoßen. Und leider habe ich keinen Ausschnitt gefunden, wo ich das schauen konnte. Aber was für eine Rolle hast du da gespielt? Ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so der tollste Film. Aber oh, wow. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war in meiner Abi-Zeit und mit vielen jungen Sängerinnen zusammen und es war so ein Musical-Film so ein bisschen. Also ich war eigentlich eine von vielen Akteurinnen in dem Film wir hatten einfach eine mega gute Zeit. Also du hast nicht einen Song direkt dabei gesteuert? Ich habe einfach mitgesungen. Ich hatte ein paar Solo-Spots auch, aber es war so ein bisschen wie so ein Chor aus Solistinnen und jeder hatte mal so eine Zeile. Und ich hab da auf jeden Fall irgendwie so ein paar Momente in dem Film. Aber ich habe jetzt keine Hauptrolle oder so. Es ist jetzt mehr so Nebenrolle. Ja. Aber es war eine coole Erfahrung. Ich fand es auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, sehr cool. So.
Ja. Du hast vorhin schon erwähnt, deine alte Band, namentlich Still in the Woods. Mhm. Warst du oder bist du Frontsängerin? Ich weiß nicht, wie da die aktuelle Lage ist. Ja, ist noch nicht ganz klar, aber... Ist nicht ganz klar, ja. Okay. Genau. Weil das hier dein neuestes Projekt, was du released hast, ist auch noch sozusagen als Gemeinschaftsprojekt angegeben. Und du sagst jetzt auch, dass dein erstes Soloprojekt erst kommt. Mhm. Deswegen, welches meinst du jetzt oder was... Deine letzte EP, die du rausgebracht hast. Ja, die genau. Wir dieses Jahr noch rausgebracht genau, haben. Richtig. Ah, ja, genau, richtig. Da ist auch auf Spotify noch Still in the Woods und so angegeben. Deswegen habe ich ein bisschen gefragt, wie das aussieht. Ja, das ist, wir haben irgendwie seit diese Queen's Gambit-Song war, haben wir, weil da hatte ich dann auch ein Profil mit meinem Namen überhaupt auf Spotify, haben wir sowohl die eine Single, die wir 2020, glaube ich, rausgebracht haben oder 21. Und dann jetzt noch die EP haben wir auch unter unserem anderen Künstlerprofil, also haben wir einfach auch mit rausgebracht, weil wir auch dachten, okay, da können wir vielleicht einfach noch ein paar Leute mit rüberziehen, die das vielleicht auch hören. Und also genau, es war einfach auch cool für die Band noch so ein bisschen. Was sind für dich Unterschiede jetzt so auch gerade live, wenn du Solo gespielt hast oder mit einer Band zusammen? Wie fühlt sich das anders an für dich? Also ich bin total der Bandmensch. Also ich war eigentlich, seit ich 14 bin, immer in Bands. Und deswegen ist es schon auch manchmal ein bisschen komisch für mich, ja, dass es jetzt so Solo-Projekt eigentlich ist. Aber ich finde es auch cool. Also ich finde irgendwie, das bestärkt mich auch so irgendwie. Auch alleine zu spielen, habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht, so in den letzten Monaten. Und ja, ist irgendwie auch sehr, sehr intim, sehr, sehr, also auch einfach sehr aufregend, weil man einfach ganz alleine da steht. Und aber macht auch wahnsinnig Spaß. Und ich bin trotzdem aber auch immer froh, wenn ich Philipp und Johannes dabei habe und man einfach noch, man kann einfach noch mehr machen auch so. Es gibt irgendwie mehr Facetten noch irgendwie soundmäßig und einfach fetterer Sound. Ja, sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Solo-Projekt, was bald kommt. Anna Haus war bei uns und wir bedanken uns sehr herzlich für das wunderschöne Set, was du uns gespielt hast. Ja, danke euch.